Leute, ich bin so fertig. Ich bin heute um 8.30 Uhr aufgestanden, habe ein bisschen Quark mit Joghurt gegessen, dann bin ich unter die Dusche gegangen, weil ja ich gestern nicht geduscht habe, also gestern Abend halt nicht, und ich dusche halt jeden Tag. Und ja, heute soll es 32 Grad werden, es ist jetzt schon irgendwie 29 und es ist gerade mal Viertel vor eins. Ich habe von 9 Uhr bis gerade eben, also bis ungefähr 12.30 Uhr, 10, 11, 12, also 3,5 Stunden damit verbracht, Mathe zu lernen. Juhu, habe ich schon keine Ahnung, wie viele Monate und Jahre nicht mehr gemacht. Ja, ich nutze jetzt einfach die Zeit, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und ja, ich bin in diesen 3,5 Stunden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin jetzt bei der 9. Seite, habe also praktisch 8 Seiten durchgearbeitet, wobei ich nicht alle Seiten durcharbeiten musste. Bei manchen war das einfach nur so, dass ich das verstehen wollte, also so, ja, Theorie. Aber bei den meisten musste man halt auch schon was rechnen. Und ich habe hier auch Rechnungen gemacht. Und es ist ja nicht so, dass man einmal durchliest und gleich alles verstanden hat, gleich alles durchgerechnet hat. Manchmal muss man das halt eben 50 Mal durchlesen, 50 Mal durchrechnen und so. Und ich habe ja auch nicht auf die Lösungen geguckt. Ich mache mir da jetzt wirklich keinen Druck. Ich meine, wäre ich jetzt kurz vor den Abschlussprüfungen und würde nochmal alles von vorne anfangen, klar wäre das jetzt nicht so die optimale Situation, aber dazu wird es auch nicht kommen. Ich nutze jetzt einfach diese, was weiß ich, 1,5 Monate dazu aus. Ja, ich hoffe nicht, dass ich jetzt 1,5 Monate dafür brauchen werde, nochmal die ganzen Definitionen auswendig zu lernen. Ich hoffe, dass es dann etwas schneller geht, weil ich möchte in diesen 1,5 Monaten nicht nur die Definitionen und die Grundlagen kennen, sondern halt auch, ja, das, was wir jetzt in der 11. gemacht haben und das, was wir in der 12. machen werden, zumindest so die Hauptthemen. Ist jetzt nicht so, dass ich alles für die 12. vorarbeiten will oder so, aber ich möchte halt einfach schon damit anfangen. Und ich meine, eigentlich baut das ja alles so aufeinander auf und man hat ja schon mal von dem einen oder anderen gehört, manche Dinge haben wir schon gemacht, deswegen, ja, das erste Halbjahr von der 12. Klasse, ich kann jetzt nicht sagen, dass es alles Wiederholung ist, aber schon so viele Dinge, die man schon gemacht hat, bloß kommen halt dann noch ein paar neue dazu und ich möchte halt dann nicht nochmal die Dinge, die ich schon kenne, nochmal von neu erklärt bekommen und dann nochmal die neuen Dinge, die nochmal neu dazukommen, sondern ich möchte die Dinge, die ich halt schon wissen muss, wissen. Genau, 3,5 Stunden habe ich jetzt dran gearbeitet. Ja, ihr Buch. Also das ist jetzt eigentlich, genau, 11. Klasse. Abitur 11. Klasse, was man jetzt alles hätte durchnehmen müssen, aber wir haben das nicht alles durchgenommen. Schon vieles, aber nicht alles. Ich habe mir irgendwie überlegt, weil es ist nur Funktionslehre und lineare Gleichungssysteme. Ich habe mir überlegt, dass ich das alles durcharbeite und wegschmeiße, weil ich habe dann noch andere Bücher über Analysis und so. Und Analysis ist der erste Kapitel eigentlich so das Gröbste von hier. Also reelle Funktionen und so. Und dann kommen nochmal andere Dinge dazu, aber ich behalte es jetzt einfach, weil, ja, man kann ja immer wieder darauf zurückgreifen. Genau, ich habe mir hier alles markiert und ja, das, also diese ganzen grundlegenden Sachen, das war jetzt nur eine von vielen. Auf der letzten Seite ist nochmal alles an Definitionen, muss ich mir nochmal anschauen. Genau, also vieles einfach hier markiert. Und endlich mal aufgeschrieben, was eine Funktionsgleichung und was ein Funktionsterm ist. Und ich bin jetzt, wo bin ich? Das habe ich schon gemacht. Ich bin hier, glaube ich, genau. Also bei der Seite 10. Und also das ist jetzt nicht alles Theorie oder halt, was ich mir anschauen muss, sondern also am Ende sind halt einfach die Lösungen und noch ein Teil mit Definitionen. Das muss ich mir noch mal alles anschauen und so. Aber bis hierhin, also das alles, ist halt auch nicht wenig, ist halt das, was man sich
anschauen muss. Und es ist ja nicht das einzige Buch, was ich brauche, also was ich mir anschauen will. Ich möchte noch ein Alices anschauen und so. Und ich muss mir noch 12-Class-Sachen anschauen. Habe ich ja viel vor mir, ne? Und ich bin wirklich so verschwitzt und fertig. Ich glaube, ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Ja, nein, nein. Wisst ihr was? Wisst ihr das? Nee! Ich betäube meine Sinne. Ich wurde fast zum Auto überfahren. Und jetzt hat sie eine auch. Ja, ist echt so. Soll ich machen? Ich wurde fast vom Auto überfahren. Wir sind über die Ampel gegangen. Und nee. Ja, wir sind über Rot. Es war nicht mal eine richtige Kreuzung. Es waren 2 Meter. Ja, ich habe nicht geguckt, ob es rot war oder nicht. Aber ich war mit einer weiteren Begleitperson, die hätte gucken können. Und zweitens einmal ist das Auto, was mich fast überfahren hat, auch über Rot gefahren. Ich habe extra noch, bevor ich gegangen bin, gesehen, dass da eine Kreuzung war, wo der Gehweg eine grüne Ampel hatte. Und die Autos rot. Ja, wieso bist du über Rot gegangen? Und dann fängt sie plötzlich an zu schreien. Feuer! Hält mich so eine Hand fest so. Lass mich. Und zieht mich so nach links. Und dann schaue ich nach rechts, rast da ein blaues Auto auf mich zu. Und ich meine, ich bin ja nicht so schnell in der Reaktion. Die zieht mich nach links. Ja, ich wollte nach vorne gehen. Das Auto fährt auf mich zu. Geil, wie die geguckt hat. So. Und dann alle schauen mich an. Dann ist es endlich einmal, Gott sei Dank, stehen geblieben. Und ich mir dachte, hättest du es nicht früher machen sollen? Und das Auto den Radfahrer überfährt, dann ist das Auto schuld, wenn es der Radfahrer irgendwo von der Ecke kommt. Okay, und jetzt über diesen Opa. Ja, und der Opa wurde gerade auch vom Auto fast überfahren, ne? Und er so mit dem Regenschirm so. Wir sind gerade so an einem Laster vorbeigegangen, wo so ein Typ Kartons ausgeräumt hat. Also, hi. Und sie so, hallo. Nee, so ein König. Hallo. Er hat Servus. Was hat Servus oder Hi gesagt? Ja. Hallo. Er hat Servus gesagt. So, hallo. Ey, ich musste was erzählen, dafür musst du die Kamera ausschalten. Warum? Weil es ganz privat. Ich finde diese Garnelen richtig geil. Richtig ekelhaft. Das ist so eines der ekelhaftesten Dinge. Ich kann das einfach nicht. Die guckt mich zwar an, aber ansprechen tut sie mich nicht. Guck mal, guck mal. Bah, ich muss ekeln. Die schmecken so nach Knusper-Ikra, weißt du? Probier mal. Ich schwör, du musst einmal probieren. Nein, es ist ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Hey, du isst doch auch Fleisch und Fisch. Ja, aber das ist... Nein, ich hasse Meeresprodukte. Wenn du nicht einmal in deinem Leben probiert hast, ich riech dann ja schon. Stirbst du ohne Erlebnis. Ja, das ist mal ein großartiges Erlebnis, kann man mir vorstellen. Das ist so lecker, also die Füße sind jetzt knusprig. Das Auge würde ich jetzt nicht essen, aber. Sie zwingen mich dazu, eins zu essen. Die so geil. Avocado habe ich früher auch nie gemocht. Ich so, Avocado ist aber kein Tier. Die so, ja, Fisch ist auch kein Tier. Nein, natürlich ist Fisch kein Tier. Du isst so, ja auch normale so, Regenbogenforelle. Ja, aber da sehe ich nicht das Tier. Genauso. Nein. Du kommst einen ganzen Fisch auf den Tisch. Ja, aber das ist was anderes als sowas. So ein Krabbeltier. So blöd. Die so, wenn du die Beine nicht essen willst, dann isst doch wenigstens den Schwanz. Noch besser. Ich gehe draußen. Dein Schubur. Das ist ekelhaft. Ich sehe diese Beine da. Jetzt denken deine Follower, wir sind rich. Mir auch. So ekelhaft. Ist das auch so Fisch? Ja, aber da sehe ich nicht. Das ist kein Krabbeltier. Hä? Ich hasse Insekten. Und das kleine Viecher. Insekt. Das ist Garnelen, das ist Fisch, das ist eine Delikatesse. Genau. Fisch. Du bekommst da den Schwanz und die Hände. Also Flossen. Die Hände? Die Flossen. Ja, aber der besteht auch nur aus Beinen und Flossen. Mal. Hör auf! Sieht aus wie so eine Mini-Qualle. Gar nicht. Doch. Voll lecker. Ich kotze von deinem Kotzen. Von Kotzen? Nein. Da muss ich wenigstens nicht den Rest essen.
ist immer gut, Mix so ist. Wenn ihr Buschi Gnocchi. Sind da Knochen drin? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Delikatesse. Es schmeckt halt wie so, знаешь, как рыбные палочки. Рыбные палочки, помнишь? Фрэш. Помню, раньше, да. Когда мы еще могли себе позволить такой деликатес. Хороший день. Сейчас мы перешли на такое вот. Das gleiche nur mit Beinen. Wissen eigentlich deine Follower, wo du wohnst? Nein. Geht zum Glück. Sonst kommen sie uns ordentlich. Ah, Gulli! Denkst du, das wird passieren? Nein. Vielleicht in 10 Jahren. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht in 10 und hoffentlich nicht in 2. Kein Bock auf sowas. Warum hast du das YouTube? Oh, Gulli, der ist Gulli. Lass mal Fotos machen. Gib mir ein Autogramm, Gulli. Und wem schenkst du denn die Autos? Probier, bitte. Ich würde gerne einen Avocado-Toast essen. Die Garnele. Okay, der Schwanz. Ich gebe dir ein leckeres Stück, okay? Ohne Schwanz und ohne... Gar nichts, bitte. Sie hat es gerade so ekelhaft in zwei geschnitten. Hier, probier mal. Das ist voll lecker. Hier. Das sind kleine Beine. Ich habe das so ekel. Warte mal. Sind wir abgestellt. Nur für dich. Ja, was machst du? Ich will es nicht auf dem Brot. Wenn es mir ins Tee reinfällt, ne? Ich unterschätze das. Es riecht schon so. Ich hab's ja nur an den Lippen und ich kotze gleich. Ist einfach. Und. Au! Wie, du spuckst es aus. Iss! Es wird dir schmecken. Ich spüre nichts, ich tue spüren nur das Toast. Ja, dann probier einfach. Ich will nicht. Das kommt mir voll zu ekel auf. Sag ich ja. Boah, das riecht so ekel. Chinesen essen alles. Du bist auch eine Halbchinesin. Ist normal, du bist kein... Das riecht so ekelhaft. Oh Gott, das riecht. Okay, das riecht echt nicht angenehm. Das zerbeißt sich nicht. Das riecht nach Kotze, Alter. Wo weißt du, wie Kotze riecht? Weil ich immer gespuckt hab. Das ist normaler Fisch. Das ist Fisch. Kannst ja so Clickbait machen. Kurz wegen Kanäle. Boah, das ist egal. Dafür wirst du jetzt 100 Jahre leben. Eier. Bock auf. Boah, weiß ich nicht, auf Nachgeschmack. Nein, ich sag's nicht. Jetzt kannst du, oh, ich bin Garnelow. Garnelow. Ich muss jetzt 5 Liter Wasser trinken. Manche gönnen sich das einfach und es kostet 10 Euro so eine Packung und du kotzt hier.